Alter, was geht ab, Leute? Hier. Seht ihr das? Zweiter Geburtstag, Gewinnspiel, 20.000 Dollar in DeFi kann man gewinnen. Hab mich dazu entschlossen, das mit euch zu teilen. Auch wenn ihr so sozusagen Konkurrenten seid und meine Chance dadurch geringert, fair geringert, aber ja, ganz einfach, hier kann man mitmachen und dann gibt es verschiedene Wege. Je mehr du davon machst, desto mehr Tickets kriegst du sozusagen. Finde ich jetzt nicht schlimm, manche würden sagen ein bisschen übertrieben, aber die geben eine Menge Geld heraus, also maximalen Nutzen wollen sie dadurch haben. Die meisten Dinge sind super schnell erledigt. Tweeten weiß ich nicht, ich habe, okay, das ist sogar nur ein Retweet. Das geht eigentlich noch. Ich benutze Twitter nicht und da folgen mir immer noch eine Menge Pogo-Leute und ich habe eigentlich keinen Bock, da irgendwas zu tweeten, aber kann man machen. Und das mit LinkedIn muss ich nochmal abchecken. Ich habe, glaube ich, irgendwo einen Account. Und dann noch zwei Freunden Bescheid geben und dass die sich, also das Gewinnspiel dann durch deinen Link machen. Und wenn man alles erledigt hat von den extra Bonis, kriegt man sogar 25 extra Einträge lose. Aber der Rest ist echt super easy. Da muss man echt nur draufklicken eigentlich. Schauen wir mal, ob ich das die Tage noch hinbekomme. Also wenn zwei Freunde das machen, dann sollte es kein Problem sein. Dann suche ich irgendwo noch meinen alten LinkedIn-Account raus und dann tweete ich das schnell und dann habe ich da meine maximalen Lose. Und dann kriegt man da seine 25 extra Lose. Das sind dann, boah, ich weiß gar nicht, wie viel gesamt das dann sind, aber ein paar Chancen hat man dann. 6 Tage läuft das Gewinnspiel noch, also wenn ihr das seht, 5. Und dann schauen wir mal. Wäre schon cool, wenn einer von uns gewinnt. Wäre natürlich auch cool, wenn ich gewinne, aber einer von euch kann das auch gewinnen. Wäre schon lustig. Dann Popcorn. Steht ihr auf Popcorn? Letztens hat Crispy Rap so ein Video hochgeladen, wo er verschiedenes Popcorn ausprobiert hat. So verrückte Geschmäcker, eigentlich genau unser Ding. Und dementsprechend habe ich das mal rausgesucht, dass die meisten Sachen in seinem Video hat er in den zwei, zum Beispiel dieses Sour Cream hat er krass gehypt. Und da werde ich jetzt auch eine kleine Bestellung machen, von den zwei Seiten nur. Er hat noch ein paar verschiedene, also er hat von vielen verschiedenen. 90% war von den zwei Seiten und dann hat er noch hier und da was extra gekauft, aber ich habe keinen Bock jetzt, also ich hole mir nur von den zwei was und dann probieren wir die auch mal demnächst. Bin gespannt. Apropos probieren, mein Gott. Was ich heute probieren werde ist, TikTok, wieso macht ihr so einen Schmarrn? Es gibt so einen neuen Trend auf TikTok, Wassermelone mit Senf. Und das Kranke ist, es soll gut schmecken, okay? Es soll gut schmecken. Was ist so gut, Mann? Cut that baby up. Juicy. Get yourself some French's yellow mustard. It has to be French's. Pour that sucker on. No! Digga, nein! It's so vinegary and matches so well with the watermelon sweet juiciness. Trust me, this is so good. Was? Watermelon and yellow mustard. Das Kranke ist, also jeder, den ich bisher gesehen habe, sagt, dass es gut schmeckt. Also wirklich gut. Können wir gerne ausprobieren. Oh mein Gott. Yo, kommt da noch was? Hey, Digga, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann. Digga, wie kann das so zäh und schleppend vorangehen? Die kriegen doch Geld, Mann! Würdet ihr so reagieren und so unkommunikativ sein, wenn es um einen Auftrag und Geld geht? Ich kann es echt nicht nachvollziehen, Mann. Ich gönne mir noch ein bisschen Wagyu. Mein Lieblings-Japaner hier, die habe ich schon ab und zu Wagyu geholt. Und der hatte wieder frisches Wagyu heute und ein paar neue Gerichte mit Wagyu. Deswegen direkt mal hier vorbeischauen, bevor es die außergewöhnliche Nachspeise dann gibt. Wo sind die Stäbchen, Digga? Stäbchen entdeckt. Ja.
Wagyu. Spring Rolls. Also ich bin allgemein erstmal auf die Spring Rolls gespannt. Und die Qualität. Gar nicht mal so teuer. 8 Euro für beide. Bei den anderen Asiaten sind die Frühlingsrollen auch böse teuer. Und das ist Wagyu. Also die sind krank. Die kann ich immer empfehlen. Okay, Leute. Los geht's. Digga. Bisschen verstreichen. Ich hab mittelscharfen Senf genommen. Einfach kein Plan. Ich wollte nicht, dass es zu süß ist, zu scharf ist. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht liegt es an dem amerikanischen Senf, dass der irgendwie ein bisschen anders ist und das dadurch tatsächlich funktioniert. Asiaten zum Beispiel essen öfters mal Früchte mit Salz, mit Chili. Und zum Beispiel meine Mutter hat früher immer, ihr kennt ja die Yum Yum Nudeln, da gibt es ja auch so eine kleine Chili-Packung. Die hat das immer mit der Mango gegessen, auch wenn du in Vietnam oder so bist. Dann kannst du Obstplatte bestellen und dann bringen die dir so Gewürze, also Salz und sowas, Pfeffer und sowas und ein bisschen Chili. Dann kannst du halt süß oder salzig essen. Aber Digga, wie soll das funktionieren? Okay. Also geil, wie die es in den TikToks gemacht haben. Boah, so geil, saftig. Ist es safe, nicht? Aber ekelhaft zum Kotzen ist es auch nicht. Digga, das hat echt was. Alter, crazy, das funktioniert echt. Holy shit. Das geht echt klar. Warum sollte man das machen? Keine Ahnung. Also es schmeckt nicht besser als eine normale Melone. Aber es schmeckt gut. Also schlecht schmeckt es auf jeden Fall nicht. Ich kann verstehen, wenn es Leute feiern. Kann ich echt verstehen. Ich persönlich feiere es nicht, aber ich finde es echt okay. Ich finde es echt okay. Hier ist jetzt kein Senf mehr drauf. Aber das kann man tatsächlich machen. Krass! TikTok-Hype nicht gebastelt. TikTok-Trend hat gestimmt. Probiert es gerne selber aus, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schickt mir andere TikTok-Trends, Sachen, die ich abchecken kann, probieren kann, überprüfen kann. Das war's von mir, Leute. Und von Melone mit Senf. Tatsächlich, klappt. Schmeckt nicht schlecht. Ihr wisst Bescheid. Gebt mir mal ein Like, Kommentar, Abo. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Investiert in Bitcoin, Cashflow generieren mit DFI und Cake. Ah ja, Gewinnspiel. Habe ich am Anfang des Videos erzählt. Macht's mit beim Gewinnspiel. Und das war's von mir. Serious Business und ciao.